Je vous fais chaleur et la Jésus Christ. Mais vous pouvez faire chaleur et vous soyez bénis au nom de Jésus Christ. Le message de cet après-midi, die Nachricht vom heutigen Tag, c'est juste pour nous encourager. Ist nur, um uns zu ermutigen. Que la vie continue. Das Leben geht weiter. Mais la mort existe. Ja, das, der Tod existiert. Alleluia. Amen. Au sujet de la mort, was das Tod angeht, c'est toujours news. Es ist immer neu. C'est toujours une nouvelle. Es ist immer was Neues, neue immer neue Menschen. Dabei gibt es schon Tod. Schon lange gibt es den Tod. Aber wenn ihr das hört oder wenn es uns besucht, wir fühlen immer etwas. Amen. Das Wort Gottes sagt uns im Psalm 90. 90. Verset 10. Psalm 90, Vers 10. Verset 10. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm und nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber? Wie rasch fliegen sie davon? Vers 12. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Alléluia. Amen. Je lis en français. Les jours de nos années s'élèvent à 70 et pour le plus robuste à 80. À 80 ans. Pour le plus robuste. Mais pour être robuste, il faut avoir Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, le verset 12 nous dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin de nous appliquer notre cœur à la sagesse. La parole de Dieu nous dit. Je ne sais pas si Maman Thérèse pouvait s'asseoir à côté de mes sœurs pour les traduire directement en français, pour me faciliter la prédication, pour avoir moins de minutes. Vous comprenez, madame? Ok. Alléluia. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Ah, la Bible est bien sûr. Bible sagt uns. Et que bon mot y a mot. Dass das Leben einer Person. Selon plan en jambé. Laut Gottes Plan. Weil bin am Schwert. Wie steht geschrieben? 70 ans. 70 Jahre. C'est-à-dire 70 ans. Wenn du mit 70 schon wirst, bist du nicht von irgendjemandem umgebracht. Oder verhext. Mach euch keine Sorgen. Vielleicht ist die Person durch eine Krankheit gestorben. Nein. Das ist das Wort Gottes. Amen. Vielleicht sind 70 Jahre. Wie gesagt, für die, vielleicht für die anderen, die Leute, die noch stärker sind, denke ich, weil du Fitness gibst, dass du lange auf dieser Welt bleibst. Wenn du nach dem Wort oder nach dem Willen Gottes in dieser Welt bleibst, wenn du vor Gottes Furcht durch diese Welt bleibst, wenn du seine Worte zuhörst und es in Acht nimmst, aber für uns Jugendliche, für uns Kinder, wenn du lange hier bleiben möchtest, ehre deine Eltern. Ich wiederhole, du bist jung, du hast eine Mutter, du hast einen Vater. Wenn du 80 Jahre lang hier leben möchtest,
Ehre deine Eltern, achte auf sie. Das steht in Epheser. Es sind nicht meine Worte. Wenn du lange leben möchtest, das Erste, was du machen solltest, ist, ehre deinen Vater und deine Mutter. Du wirst lange leben. Amen. Und dann steht die Bibel, fürchte den Herrn. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang von der Weisheit. Denn hier steht, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Amen. Mein Herz mit der Weisheit gemeinsam lebt, sollte ich meine Tage zählen können. Wenn ihr Geburtstag habt und euch freut, endlich habe ich Geburtstag, Happy Birthday. Es ist ein Minus in deinem Leben. Du nährst dich den Tod näher. Halleluja. Amen. Auch wenn man die Geschenke bekommt, man gibt dir, du nährst trotzdem den Tod. Halleluja. Amen. Unsere Mutter, sie und Gott haben mit Gott gemeinsam beschlossen. Die Person, die lange auf dieser Welt bleibt, das hängt von ihren Versprechen, die sie mit Gott hat. Wenn Gott sagt, sie muss noch etwas tun, wenn es noch nicht gemacht hat, wird es auch nicht sterben. Auch wenn Ebola kommt, wird es nicht sterben. Auch wenn du Gelbfieber hast, du wirst nicht sterben. Und wenn auch wenn 10.000 fallen, ich sage 100.000 beim Umfeld, du wirst nicht sterben. Wenn du ein Versprechen Gottes hast, wirst du nicht sterben. Auch wenn ein Flugzeug runterfällt, du wirst nicht mehr sterben. Denn du bist in Gottes Versprechen. Auch wenn alle Hexen sich zusammentun, du wirst nicht sterben. Denn du hast Gottes Versprechen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Er ist am Leben. Er ist am Leben. Wer? Wenn es wirklich Jesus ist, den du gesagt hast, das Leben. Jesus Christus ist das Leben. Wenn du hier bist, wenn du Jesus falsch empfangen hast in deinem Leben, als dein Herr und dein Erretter, bist du ein Toter. Auch wenn du in Europa bist, auch wenn du Döner bist, auch wenn du Hamburger bist, bist du ein Verstorbener. Aber jeder, der Jesus in seinem Leben empfangen hat, als dein Herr, auch sein Retter, hat dein Leben. Auch wenn er stirbt, dieser Tod ist ein Tod, wo die Person geht sich ruhen. Aber wenn Jesus wieder zurückkommt, wird sie wieder auferstehen. Apostel Paulus sagt uns in Philippus: Freut euch nochmal. Freut euch in den Herrn. Amen. Erfreut euch. Ich wiederhole es: Erfreut euch. Wenn du in den Herrn bist, erfreue dich. Die Bibel sagt uns in Römer, in Römerbriefe, Kapitel 14, Verset 7. Romains chapitre 14. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même.
Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Amen. Si nous vivons, nous vivons. And believe in the Philippians. Ce qui toi comme moi est allé nous appeler. Then believe Mrs. Scott. Ce que toi pour faire allé nous appeler. Then be sure Mrs. Scott. It is a signboard that by Adam was that, and that the best show that comes from the Adam, the best out in the Adam to win the love. It's just a Beispiel, a Gleichnis geben. Es gab es eine Person, er hatte drei Freunde gehabt. Einer hatte sehr viel Geld gehabt. Ein anderer Freund hatte viele Autos gehabt. Und der andere war arm. Die Bibel sagt uns, die Person, die nichts hat, hat keine Freunde. Denn niemand wird sich was von ihnen holen. Das heißt, ein armer Mensch hat keine Freunde. Denn die wissen, dass er eine Last ist. Halleluja. Amen. Ach ja, er kommt damit wieder im Bett. Er hatte drei Freunde. Einmal hat man einen Brief geschickt. Er müsste zum Gericht gehen. Ach, okay, ich habe jetzt diesen Brief bekommen vom Gericht. Möge ich von meinem Freund, der viel Geld hat. Als er hingegangen, angekommen ist, mein Freund, schau, ich habe einen Brief bekommen. Da du Geld hast, Du bist beeinflussbar. Du bist ein bekannter Mensch. Wenn du mich begleitest zum Gericht, wenn du dann da bist, vielleicht werden die Leute, also die Leute, die das Gericht handeln, die Richter auf meiner Seite sein. Also ach. Ich kannte dich nicht mit diesen Briefen. Wenn du mein Freund bist, ich werde dir Geld dafür geben, damit du dir einen Richter holst, der dich begleiten soll, deinen Anwalt. Damit ich dich begleiten kann, ist es unmöglich. Und dann hat er gesagt, okay, ich will den, der viel Aufmerksamkeit. Er ist dann zu ihm gegangen. Ach Freund, schau, ich habe einen Brief erhalten. Ich muss morgen zum Gericht gehen, fast Gericht gehen. Da du viel Autos hast, du bist auch ein bekannter Mensch, kannst du mich auch begleiten. Könntest du mich begleiten und da sein? Also, ach, ich bin ein Businessman. Ich mag es überhaupt nicht, Probleme mit dem Staat zu haben. Damit ich dich dort begleite. Ich habe ein neues Auto, ein neues Mercedes. Ich werde sie geben und neue Klamotten. Und ein Mercedes. Aber ich kann dich nicht begleiten. Ich werde einen Fahrer. Ich gebe die Klamotten. Ich gebe ihnen ein Auto, die bringen mich schon dort. Aber ich, was ich bringen kann, ich kann dich nicht dort bringen. Der andere, der, ich weiß nicht mehr, wo er lebt, ist wundervoll bald. Einfach ist es ein Yopugno. Hier bin ich Es war der eine Person, der in Yokodi lebt. Amen. Und der andere, der hat und das heißt Amen. Wenn ich bei ihm gehe, was soll ich denn von ihm bekommen? Wenn die Leute, die sogar Geld haben, die Vermögen haben, die haben sogar Angst davon bekommen. Ach, ich gehe trotzdem zu ihm. Er ist bei ihm angekommen. Er hat geklopft. Ja, hallo? Ja, wie geht's dir? Ja, gut. Problem. Ja, was ist dein Problem? Oh,
convocation. Ja, ich habe ein Brief erhalten. In zwei Tagen muss ich mich vor dem Gericht vorstellen. Habe ich mit Papa Jean-Paul getroffen? Er hat gesagt, er kann mich leider nicht bringen. Ich habe mich dann Papa Fortuna getroffen. Er hat mir gesagt, er gibt mir ein Auto und Klamotten. Ich weiß, Papa Kirill, was du machen wirst. Amen. Dieser Freund, der nicht vertraut hatte, weil er gesehen hat, dass er nichts hat. Die Leute können sehen, dass du nichts hast. Ah, du hast Gottes Sache in dir. Amen. Amen. Wir können dich wertlos sehen. Ich muss eine wertvolle Frau. Wenn du siehst, dass ein Mann deinen Wert nicht erkennt, wenn du mit ihm Schluss machst, wird er krank werden. Amen. Ignoriere keine Person im Leben. Alleluia. Amen. Ihr verachtet viele Menschen. Hört mir zu, ihr Väter. Wenn du die Fahrkarte nach Europa kaufst, wenn du die Person eingeladen hast und ihr bestellt, du hast ihm alles gegeben, einen Aufenthalt. Ich habe nämlich einen Vater gesehen. Er ruft seine Frau nicht nach Namen. Er nennt seine Frau Stopp. Da er aus Bakongo, also am Bakongo, hat ihn Bota genannt. Was Stopp bedeutet. Komm her. Er nennt einen Stopp, was noch Wert hatte, was keinen Wert hat. Was man nicht mal einen Stuhl machen könnte. Amen. Aber sie kocht für dich. Sie hat die Kinder gebärt, die dir Geld schicken. Aber du gibst ihr keinen Wert. Alle Väter, die hier sitzen, wenn eine Frau hier neben dir sitzt, sag, Schatz, ich liebe dich. Viele in den Wohnungen. Er wartet nur, dass die sich zusammentreffen. Gib mir Wasser. Halleluja. Amen. Du bist auch umgelacht, ne? Weil es passiert in unserem Leben. Aber ihr habt es mir nicht gesagt. Aber Gott will, dass ich es sage. Aber das Leben einer Person ist sehr kurz. Amen. Das Leben einer Person ist sehr kurz. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Die Person, die er verachtet hatte, der Freund, der er verachtet hatte, ich werde dich verteidigen. Du brauchst auch kein Geld, du brauchst die Mut her, mich zu verteidigen. Wenn die Leute sogar, die eine große Hoheit haben, die haben so eine Angst und Blut, also doch, ich sagte, ich gehe mit dir. Ich werde dich verteidigen. Bist du wirklich sicher aus dem Leben? Ist das dein voller Ernst? Also ja, mein voller Ernst. Ich kenne dich ja mit einem. Also ich kenne mich mit gar nicht. Aber ich werde dich verteidigen. Wir gehen dann gemeinsam. Ich werde dich verteidigen. Der Freund, der ihn verachtet. Was bedeutet das, dieses Vergleichens? Am Todestag. Auch wenn du viel, wenn du Konten hast, wenn du Bankkonten hast, mit Dollar, mit Euro oder mit ACV.
enfants congolais. Our Bendu girl before get us. And I told us that. Dein Geld wird dich mit dir Amen. Gemeinsam. Amen. Obwohl es dir gehört. Kamerad, dein erster Kopf ist, dein erster Freund ist hier. Und dein Tod ist hier. Wir sagen, wir haben uns auf dieser Welt getroffen. Ich werde auch auf dieser Welt. Du wirst alleine gehen. Amen. Amen. Der zweite Freund ist, den wir Autos nennen. Ich verbiete keinen, ein Auto zu haben. Amen. Ich liebe Autos. Ich liebe Autos. Kassett, Alleluia. Amen. Kassett. Kassett. Ich verbiete keinen, ein Auto zu haben. Es soll ein Idol nicht sein. Alleluia. Amen. Liebe den Auto nicht mehr als Gott. Liebe den Auto nicht mehr als deine Frau. Ja, mein Auto hat die Panne, ich habe kein Geld zu Hause. Gib erst das Geld fürs Essen. Auto werden später schauen. Amen. Ich habe kein Benzin. Wo verbrennt ihr die und hat mein Geld? Kauft die Brötchen für Kinder. Der zweite Freund ist das Auto. Wenn du schon tot bist, auch wenn du Audi, ein Audi hast, BMW, Jaguar, es wird dich nur zum Grabstatt bringen. Aber beim Eingang, Auto sein, nein, ich bleib hier. Ich lass dich hier. Wir haben uns ja auf dieser Welt getroffen. Der dritte Freund ist, den wir verachten, den wir vernachlässigen, ist Jesus Christus. Der sagt, ich werde mit dir gehen. Ich werde mit dir bis zum Grab. Der Herr, der Lazarus ist zum Grab gebracht. In Römer, im Vers 12 steht geschrieben, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Chacun de nous rendra compte à so Dieu. Also jeder für sich selbst Verwaltungsstab ablegen müssen. Dein Leben nicht anders denkst, wenn ein Mann predigt, wenn du nicht anders wirst, in der Hölle landen. Und ich bin in der Hölle. Amen. Jeder von uns wird sich selbst von Gottes Rechenschaft ablegen müssen. Amen. 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 Jeder für sich selbst. Wirklich nicht, Madame Massamba Mongolo, komm her. Wer wird dich in Mama Charlotte Josu kommen, Herr? Halleluja. Amen. Wer wird denn dein Verteidiger sein? Wer wird dein Anwalt sein? Und dein Richter? Halleluja. Amen. Wer wird dein Anwalt sein? Wer wird dein Richter sein? An den Tag. Gott sei Dank, wenn Jesus kommt, aber wenn Jesus nicht kommt, wartet der Tod auf uns. Wird es dich am Schlafen, beim Aufstehen, dass Mama gestorben ist? Sie hat gefrühstückt. Ich gehe kurz mich ausruhen. Und dann, als ich ausruhen hatte, ist er, komm her.
Come here, my Nakani. Come here. Amen. You can the darkness. This is our side. You can the darkness. Thank you.
na kubenga papa na biso masamba akopesa biso biografia ya mama oyo akotaki mama na biso Thérèse oyo azali bon kilo na biso. Und wir haben die Gelegenheit bekommen, dass die Mutter von unserem Mama Pastor gestorben ist und somit will ich die Biografie lesen. Nani azaraki Mama ya Mama Pastor? Wer war die Mutter von Mama Pastor? Mama Pastor, Mama Abote Biso, Abote Biso, Mwasio, Toko Oyo, Sibé Biso Bani. Kombo na ye, Zalaki, Mama Amani Henriette. Ihr Name war Mama Amani Henriette. Abote Maki, na Sanda ya Misato. Sie ist am dritten Monat geboren. Sat Nikolo, Onkola ya Sambo. Am 7. Juli. Gegend ist, ich war schon in der Elfenbeinküste. Mama Marie azalaki na molonga na ye na kombo ya Dr. Kwadio Jean-Pierre. Ihr Ehemann hieß, wie gerade vorgelesen? No. Mama pe tata pe sati kapso? Ihr Ehemann, so unser Vater ist auch schon verstorben, hat uns schon verlassen. Mama Ariette azalaka enseignante, also bien dans mon nom, mon ami. Maman, vous êtes là, Maman, à côté qui ban du bois. Vous êtes là, 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 la maman donc, trois garçons et six filles. Trois garçons et six filles. Mais maman a dit qu'il y a le 14 mars 2016. Sie hat es am 14. März 2016 verlassen. Donc, elle a dit qu'il y a exactement 80 ans et 7 filles. Sie hat uns mit also. Alors, paix à son âme. Que Dieu veille sur vous et vous console durant cette période de séparation, mais le souvenir de l'homme vivra dans votre cœur. Amen. Möge die gute Erinnerung in euch leben von der Mama. Möge der Herr euch in dieser schwierigen Zeit beistehen. Alors, Maman Pasteur, pour clôturer. Und zu Ende, Mama Pastor, au nom de toute la communauté, im Namen aller Communität, nous vous présentons pour la toute dernière fois, das letzte Mal, nos condoléances, unser Antrag. Und dass die Leute verloren haben, sind auch nach vorne kommen. Danke.
Wir werden alle für unsere Geschwister beten. Ils ont été éprouvés cette année. Die haben nämlich Leute in ihrer Familie. Que leur famille soit délivrée de tout esprit de mort. Möge deren Familie befreit von allen möglichen. Que le sang de Jésus leur purifie de toute souillure de cadavre. Möge der Heilige Geist, möge der Heilige Geist Gottes sie befreien. Thank you.
nous avons tant que sika oy. Et au esprit nous nous a contré l'esprit à Saint Esprit. Et comme quoi la ndabo moinae, nous sommes pas de la yango. On a tous sauvé un monde dans Zambé. La Congo des Sous. La côté de la monnaie mon Dieu la couvre. Et que des mots sika y a ma porte nous sur la sika oy. La Congo des Sous. La zigue de comme moi c'est pas mon bali. C'est la matrice de Jésus-Christ, mais la Seigneur de protection divine, mon amour, la Bimba Oyo, la Congo de Jésus-Christ. Ça fait quoi, Bible, le mélange de l'éternel, campe autour de tous ceux qui le craignent, les arrache du danger. Nous avons la Seigneur de protection divine, mais ma chérie, même protecteur là-haut, ma tambour, la maison de l'homme, la Congo de Jésus-Christ. Nous avons fait un bon endroit pour moi, je peux me parler de Sika Oyo, mais la Seigneur qui m'a fait ce mot. Il y a moins son ganaé, à combo de Jésus-Christ, ou à l'école de mon Dieu. Tikete kimia na nzambe, ben ngolo na nzambe, ya ko tambo la bino, tina suka ko mo na bino, na combo de Jésus-Christ, ou à l'école de mon Dieu. Amen. Amen.